Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Jurassic Park The Game. Der letzten Folge haben wir Teil 1, Episode 1 abgeschlossen und deswegen werden wir gleich zu Episode 2 switchen. Und ja, genau, bevor alles losgeht, wollte ich noch kurz etwas sagen, nämlich, dass ich... Jetzt darf ich ausreden, danke Rex. nämlich... Erstmal danke, Leute. Wir haben 10.000 fucking Abonnenten erreicht. Ich bin echt... Ich werde es nochmal in einem Jurassic World Video sagen, aber ich sag's jetzt hier auch schon mal. Ich bin so baff. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ich habe mir noch nicht gar nichts überlegt zu einer irgendwie... Ihr wisst, Abo-Special. Nichts habe ich mir überlegt. Überhaupt nichts. Also ihr müsst mir da echt Tipps... Ich muss echt nur überlegen, was ich mache. Also ein Livestream wäre lame. Ich muss wahrscheinlich irgendwie auch Fragerunde mal machen. Habe ich auch Lust. Aber nur für 10.000 Abonnenten, da muss mehr kommen. Eins sage ich euch aber, ich werde noch keine Cam oder so machen. Es ist, liegt, hat damit nichts zu tun, dass ich irgendwie hässlich bin. Überhaupt nicht eigentlich. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der keinesfalls komisch aussieht. Ich bin einfach normal, würde ich behaupten. Und ja, deswegen. Also ich bin da überhaupt nicht scheu oder so. Das damit hat nichts zu tun. Erstens, ich habe keine Cam. Zweitens, ja, ich habe eigentlich auch noch keine Lust drauf. Das lassen wir jetzt mal einfach raus, ne? Aber trotzdem... Könnt ihr euch da echt mal was überlegen, irgendwie so Questions, Fragen, irgendwie sowas. Aber ja. Und sonst, wieso kein Jurassic World The Game gerade kam, sondern nur Jurassic Park The Game die letzten drei Folgen war im Endeffekt. Ja, gerade kommt da nichts. Also, ich könnte entwickeln, klar, aber ich wollte jetzt, habe ich mir gedacht, spiele ich jetzt lieber Jurassic Park The Game, anstatt, ja, irgendwie zu entwickeln. Da ihr eh, glaube ich, gespannt seid, was jetzt auf uns zukommt. So, jetzt habe ich 2 Minuten gelabert. Jetzt 40 Minuten Spiel. Ja, wieder eine längere Folge. Oh, die schöne Musik. Oh, Flugsaurier. Jetzt kommt ja die Kavallerie. Wahrscheinlich mit dem Heli, oder? Und mit dem Boot, wer weiß. Oh, nice. Wahrscheinlich wird das Video jetzt gesperrt wegen der Jurassic Park Musik, sehe ich schon kommen. Oh Mann. Oh, ein Helikopter. Ich hatte in Erinnerung, dass die zwei richtig cool drauf waren, oder drei sogar. Aber die waren ganz lustig und sympathisch eigentlich. Oh, das ist... Ja, ja, genau. Sieht aus, als ob der ja, Sturm hier ich fand alles die sehr auseinandergenommen cool. Hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, die kennen. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag die was wir hier genau tun sollen. Oscar. Schon wieder ein Briefing verschlafen. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin. Gentechniker David Banks. Parktierarzt Jerry Harding. Seine Tochter Jessica Harding. Und eine nicht identifizierte Frau, die... Warte, sagst du gerade was kommt? Ja, auf der Arbeit war wohl verfüttere deine Tochter Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige Fleischfressende Dinosaurier oder Willi Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. Team Bravo, ihr Alpha Dog. Wann kommt ihr voraussichtlich am Besucherzentrum an? Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Das reinste Schlachtfeld. Keine Spur von Überlebenden. Over. Nur auf unsere Runde. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft in circa 10 Minuten. Ende. Hey, hey, Ike. Ich sag Ihnen willkommen, aber erst, wenn ich ein paar Dinosaurier gesehen habe. Will ich auch. Auf keinen Fall. Wir sollen unser Besucherzentrum mit Team Bravo treffen. Wenn wir Spinner-Dinosaurier sehen wollen, kaufen wir uns ein paar Mal. Das ist vielleicht etwas zu kompliziert für Yoda. Wie sieht's aus, Billy? Schaffst du es nicht, über die Ränder zu malen? Hört zu, Ingen will, dass also er heißt Billy Yoda anscheinend. Nicht wundern, wegen Yoda Billy die ganze Zeit. Wer ist hier? Alpha Sauber. Also Ingen hat diese, wie war das noch gleich, hyperintelligenten Dinosaurier erschaffen. Wir müssen erstmal Kontakt zum Alpha Sauber aufnehmen und sicherstellen, dass sie verstehen. Meint er mit ihrem Tor? Oh, verstehe. Ich bin die sind ja bisher noch gar nicht vorgekommen. Aber die kommen sicher. Jetzt ist alles klar. Okay, okay, wir halten uns an die Vorschriften, die kennen. Ja, würde ich auch sagen. Oscar, siehst du eine Prüfbestätigung auf dem Feuerlöscher da? Und ich weiß noch, dass Episode viel schwerer war, also... Und Oscar, weil ich es gelesen habe letztens, ich werde nicht drauf jetzt
wie soll ich sagen, tryharden, dass ich die ganze Zeit die goldenen Medaillen bekomme. Ja, Hauptsache, wir schaffen die Episode. Ich bin froh, dass wir noch nicht verreckt sind bisher. Aber es wird mit Sicherheit jetzt noch schwerer. Also ich habe es auch in Erinnerung, dass es viel schwerer jetzt wird. Okay, okay, ich dreh noch eine Runde. Ja, Gold, Abschluss, das ist ja geil, dass die Text hier. Mehrere Angreifer. Der Oscar, der schaut schon so grimmig, ey. Der nimmt sich hier ehrlich im 1v1 mit einem auf. So, was passiert? Angreifer. Kompis. Was zum Teufel? Oh, scheiße. Also ein Rex war es schon mal nicht. Lass den Motor laufen, damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Roger! Irgendwas Kleines. Oscar, Gaza ist tot, aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Erschossen? Hä, aber da waren noch gerade so Krallen. Machen wir uns mal zum Helium. Sieht aus, als wurde der Hubschrauber abgeschossen, als er abheben wollte. Hä, wurden die jetzt angegriffen von Viechern oder tatsächlich erschossen? Worauf hast du geschossen? Ist nicht mal in Deckung gegangen. Aber das sind Krallen. Klar war das irgendein Viech. Das muss hier ist nichts mehr zu sehen, oder? Gehen wir mal hier hin. Wo ist das jetzt? Weiter links. Hier sind überall Patronenhülsen. Hä, sind das schon wieder diese aber kaum Viecher, Spuren oder? Von feindlichen Geschossen. Oder waren es Kompis? Die Kompis greifen nur nicht so eine große Menge an. Viele kleine Dinospuren. Aber ich sehe gar keine. Billy, komm rauf hier. Was war das? Ich weiß nicht, was... Psst. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Lasst mich! Wer ist das? Was zum Teufel? Vargas. Vargas? Schauen wir erstmal, ob alles sicher ist. Heilige, was zum Teufel hat das hier angerichtet? Ach, das war der Rex. Ich würde sagen... Siehst du diese Scheiße? Was sagt man dazu? Weiß ich noch nicht. Schau mal rein, würde ich sagen. Die Kev, wir gehen rein. Pass gut auf da draußen. Was zum Teufel ist mit euch passiert? Es war nicht meine Schuld. Wir konnten sie nicht sehen. Nur ihre Augen. Nur ihre Augen. Das sind es die Viecher, ja. Komm jetzt raus, Vargas. Kompi, oder? Das sind Viecher. Ich bin schon ganz verrückt von denen. Ich mach das schon. Ich schau, ob es einen anderen Weg gibt. Das ist irgendwie giftig, aber ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas! Lass aus dem Licht! Sie werden euch sehen! Es sind Kompis. Was ist falsch? Jetzt aber. Oh. Gehen wir los. Zurücktreten. Das ist ein Befehl. Wir draußen am Strand sind wir leicht gebeutelt. Wir müssen uns Schutz suchen. Was glaubst du, was du da tust, Vargas? Ist der jetzt schon von ihm besessen oder was los? Ich verstehe gerade. Ich habe Überwachungsmonitore gefunden. Mit den Kameras kann ich ihn suchen. Sprich mit mir, Yoda.
Wo ist er? Okay. Ich kann Vargas nicht sehen. Sorgt dafür, dass er sich bewegt. Okay. Ich hole ihn mir. Ja. Okay. Feuer! Deine Augen, Yoda. Ich kann Vargas nicht sehen. Er sieht es wahrscheinlich so gut wie wir jetzt hier am Rechner anscheinend. Entdeckung? Ja, sehr gute Idee. Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeigt euch! Super. Erstmal eine Blendgranate. Rechts hinter dem Feld. Es wurde auch noch geblendet. Das sieht er gar nichts mehr wahrscheinlich. Nein! Jetzt haben wir. Ach, egal. Wäre ich zu spät oder sogar. Ne, zu früh geht gar nicht. Er versteckt sich. Sorgt dafür, dass er sich. Schade, egal jetzt. Ah, Hauptsache wir schaffen es. Ich verstehe es gerade gar nicht, was mit dem Kerl los ist. Der sieht anscheinend auch nichts. Wow! Guter Schuss! Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Ich komme zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Er schießt ihm einfach. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe! Oskar! Zurück! Heilige, was zum Teufel ist mit ihm passiert? Hey, hey, Vargas, sieh mich an! Mit dem Helikopter. Wer hat den Hubschrauber runtergeholt? Du selber? Die verdammten Kommunisten wollten ihn stehlen. Sie sind schlau, aber ich habe sie aufgehalten. Welche Kommunisten? Außer uns ist doch niemand hier. Oskar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert ist. Ihm irgendwie helfen. Vergiss es. Er ist verrückt geworden. Echt so. Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf dem Wendel. Durchhalten, Vargas. Aber ist er jetzt verrückt geworden wegen den Viechern oder nicht? Das ist die Frage. Er hat ja bisher keine Spuren. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Ich schätze, diese Kamera war länger nicht in Betrieb. Dann gehen wir mal Camp 3. Okay, Team Bravo ist vor höchstens schon wieder 3. Hier angekommen. Schauen wir uns wie beim Auto. Tatsächlich. Nichts los hier. Ah, doch nicht, schade. Camp 4? Sind sie rein? Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Würde ich auch sagen. Oh. Wir müssen los. Die Cap, schmeiß den Motor an. Wir heben ab. Die sind echt krass, diese. Ich glaube, das sind irgendwelche Raptoren. Irgendwelche Mutierten vielleicht, ich weiß es nicht. Ah, jetzt sind wir bei ihnen. Was machen die jetzt im Dschungel? Ich dachte, je weiter man im Dschungel geht, desto größer werden die Viecher. War ja nicht so die Regel. Hören Sie mir doch zu. Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Ja. Inselrettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn Sie immer noch da draußen sind, unterwegs wir ist, versuchen... sollten wir vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norde. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht Sie nichts an. Ach! Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Largate! Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Siéntate.
Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Hey, Dad, hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurierweibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Ihr das einfach nicht glaubt. Ich glaube, wir müssen sie ablenken, damit... Keine Dummheiten. Ja, damit sie hier die Waffe nehmen kann. Haben sie Familie? Haben sie eigentlich Familie? Geht sie nichts an. Ich dachte nur, wenn sie vielleicht verstehen... Sie lieben ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst. Ja, natürlich. Gut, dann tun sie genau das, was ich sage. Dann werde ich ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie erschießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Als ob die es nicht gesehen haben. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. Als ob die es nicht gesehen hat. Schwach. Ah, es fehlt nur schwach oder geizig. Ah. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir denn vielleicht weiter. Ist sie von den ganzen Wunden noch nicht so ganz wieder fit. Oh, aber sie hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen. Hallo, sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Danke. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Aha, ist klar, also ist der auch hier so ein Einheimischer wie die Frau. Da hinten ist es doch, oder? Ist doch Rauch. Da vorne ist Rauch. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Ich finde schon wie immer schön die Jurassic Park Musik ein bisschen remixed, damit er gut war. Helikopter! Warum zum Teufel sollten sie das tun? Oh, fuck. Och nein, sag bloß. Ja, der kickt den einfach so weg. Scheiße. Das ist echt eklig. Ich meine, bei den ganzen Kräften, die wir gerade ausgesetzt sind, ist es, glaube ich... Oh, wir haben auch nur eine gewisse Zeit. Fällt mir gerade auf. Ah, schnell. Das ist auch... Oh Gott, wir haben schon fast die Hälfte verbraucht. Kann ich nicht labern. Das ist, glaube ich, mit Sicherheit schwer, da so viel zu tun. Oh mein Gott, was ist mit der Zeit los? Die geht da runter wie nichts. Oh mein Gott, müssen wir noch irgendwas drücken? Ja, wir haben es geschafft. Zum Glück. Kannst du die Kiste landen? Klar doch. Oh, shit. Es geht noch weiter. Oh, zum Glück. Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosaurier-Sphären durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben.
Yoda Airways. Ich hoffe, der kommt wieder auf die Beine. Wo sind wir? Wieder am Boden. Raucht er erstmal. Oh Mann! Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Ich glaube, Oscar kennt sich ein wenig aus sogar. Das Tape im Überlebenskit. Tape. Ja, auf jeden Fall die Kräfte, die da gerade denen sie ausgesetzt waren, das sind sicher jetzt auch schwer sowas. Alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Und die Lofo war ja auf dem Profilbild. Theoretisch müsste er vorkommen. Vielleicht ist es jetzt schon so weit. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Ich will da aufpassen. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Was ist mit Oscar? Wieso geht der jetzt so langsam noch hinterher? Oscar, oder? Ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Ja, keine Ahnung. Ich will jetzt gucken, erstmal hier die Stelle natürlich. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Ja, das ist natürlich schon nicht toll. Keine Spuren, keine abgeknickten Blätter, gar nichts. Das sind die Eier. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Oh nein. Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Da ist er schon. Achso, ich kann verschlucken. Weg da. Ich glaube, wenn du uns einmal erwischt, sind wir tot. Weg mit dir. Oh fuck. Ah! Fick die doch nicht, mein Liebschütze, nur ihre Eier. Weg mit ihm! Gott. Oh, Alter. Alles okay? Er ist schon aggressiv, der haut ihn einfach schon, weg. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Oh nein. Hey, beruhig dich, Großer. Es ist vorbei. Vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an. Du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Oh, hat ihn gebrochen. Hey, danke. Oh. Da tut dem Dilophosaurus einem schon so leid. Es sind die Eier. Oscar schon. Aggressiv, aber auch kompetenter Typ, glaube ich. Jetzt sind wir wieder bei Ihnen. Schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Okay. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden, was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Oh lol, daran erinnere ich mich. Das war richtig eklig, habe ich in Erinnerung. Die Achterbahn, da kommt das gleich ein Rätsel, glaube ich. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Ja, naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten.
und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Ah ja, die musste man nämlich richtig da anhängen, glaube ich, irgendwie. Ja, das erinnere ich mich sogar noch. Um den Weg nicht zurückgehen. Boah, das war eklig. Jetzt machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sine. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Sine zu bekommen. Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Genau, man musste dann eine Reihenfolge bekommen und die Wagen hier weg. Oh ja. Ich erinnere mich, aber es ist hier irgendwie abgeschlossen. So suchen sie also die Wagen aus. So, wir machen jetzt am intelligentesten. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Autos steht hier vor allem. Haha. Okay, ich würde sagen, wir rotieren jetzt eins weiter. Wir haben nämlich Wagen Nummer 3. Wir müssen zwei davor bekommen. Das heißt, wir müssen den jetzt erstmal hier wegbekommen. Jess, kannst du irgendwie... Wieso kann die da nicht dran? Hallo? Ach, ich muss erstmal Strom und so anmachen. Ja halt, wir müssen das hier irgendwie wegbekommen. Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Ah, warte mal, das ist ein Kran. Vielleicht hilft der uns irgendwie weiter. Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Ja, ja. Gut, dann benutzen Sie ihn. Ja, genau. Und jetzt fahren wir da unseren schönen Haken runter. Reicht es schon? Müssen wir jetzt bei ihr hier noch irgendwie was machen? Ah ja, anscheinend. Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Ja, das Gerüst. Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Sinnen heben. Ja, was wären denn die anderen Optionen gewesen, ich meine? Zurück, Jess! Anders wäre es ja gar nicht wirklich gegangen. Oh. Dass nicht irgendwelche Viecher angescheucht hat, ich weiß nicht. Ah, und jetzt können wir hier auch was machen. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Ja, das stimmt. Ah, so schön. Aber warum hat die Drehplattform Strom und der Rest der Achterbahn nicht? Der Sturm oder irgendwas anderes hat gestern die Stromnetze beschädigt. Die Versorgung ist an manchen Stellen unterbrochen. An manchen Stellen? Ja, natürlich nicht. So, jetzt können wir hier noch so einen Weggartenwagen hinschieben, würde ich sagen. Halt! Nein, wenn wir das hinmachen, dann haben wir noch einen Platz frei. Wir müssen den Zweier erstmal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir müssen jetzt hier den Zweier mit rausnehmen. Ich würde den gerne haben. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Wie kann ich den wieder herbekommen? Geht's doch die andere Taste? Alles klar, wieso ging die davor nicht? Hä? Aha, es funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. Genau, wir müssen jetzt erstmal die zwei hierher holen. Weil wir müssen die zwei Wagen ja dort reinbekommen. Weil sonst hätten wir den Zweier nicht direkt am zweiten dran, sondern zwischen so einem behinderten, doofen, hier Abstellwagen. Wenn wir den jetzt nämlich hier reinschieben, können wir die anderen zwei rein und dann haben wir das Rätsel eigentlich schon gelöst, oder? Oh Gott, ich weiß noch, damals war nicht das mega schwer, als ich das bei jemandem gesehen habe. Dabei ist es so einfach. Ich glaube, weil wir da falsch begonnen hatten damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Es war nämlich so, da haben wir falsch begonnen. Da habe ich erst drei vor und so und ganz, ja, dumm halt begonnen. Und jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, ist es gar nicht mal so schwer. Ich fand das eine mega eklige Stelle. Eigentlich bin ich in Rätseln richtig schlecht, muss man sagen. Okay, es gibt manche Rätsel, es kommt auf die Art des Rätsels an. Da bin ich recht schnell dabei, aber großteils, bin ich ehrlich, bin ich in Rätseln echt scheiße. Ich glaube, so ist's richtig. Ja, nice. Alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind sie dran. Ja, jetzt guckt sie aber schon ganz freundlich. Oh Gott. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Nee, das würde man hören.
Was ist das hier? Der Startbutton oder was? Okay, das hier sind die Hauptschalter. Der Bonebreaker wahrscheinlich wortwörtlich. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Okay, hier zeigt er nochmal an, ja. Mit Ladewagen fährt's nicht, sondern in der Reihenfolge. Was ist das jetzt? Was übersehen wir hier? Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Strom, was ist das hier? Irgendwo muss ja die Lösung sein. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay. Ah, jetzt ist es schon wieder so assi. Und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Ja, keine Ahnung. Ist ja dahinter vielleicht was? Ich meine, wenn man das schon umstoßen kann, wird da schon irgendwas sein. Aha. Hier ist nichts. Ah, dann wahrscheinlich dort hinten, oder? Ah ja, das ist es anscheinend. Okay. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Och. Die Türen sind verschlossen. Gut, wenn's so einfach wäre. Ich hab keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Ja, ist gut, ne? Damit sollte ich reinkommen. Super! Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht ran. Ich hab eine Idee. Konnte man mit dem Kran nicht auch nach links? Vielleicht kann man mit dem irgendwie was aufreißen, ich weiß es nicht. Ja doch, sehr wahrscheinlich, wenn man hier nochmal eins nach links kann und... Ja doch, sehr wahrscheinlich. Klar, ich erinnere mich jetzt gerade ein bisschen, aber wenn man zum allerersten Mal spielt, sind die Rätsel ab und zu echt nicht ohne. Für die Leute, die jetzt meinen, ja, es scheint ja mega easy. Hier. Ja. Ich glaube, da muss man auch miteinander reden und so. Ja, was hast du mit dem Haken vor? Oh, du hast ihn doch zu mir her. Ich habe einen Tür, Plan. Natürlich. Seht und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Tatsächlich. Super. Das Teil ist aber ganz schön schwer. Hauptschalter? Okay, schon mal einer. Und jetzt sehen hier, oder? Mitch. Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Knochenrüttler. Also im Englischen cool. Ist der Name geiler. Okay. Bonebreaker. Wahrscheinlich wortwörtlich. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Ach, was sie auch noch dann übers Rettungsteam jetzt anspricht, ohne Witz. Lass es doch bleiben. Spiel ein bisschen sneaky. Was ist das jetzt eigentlich? Eine Schiene. Okay. Das funktioniert. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Ah, okay, verstehe. Also hätten wir jetzt vorhin Start gemacht, wären wir falsch gefahren. Anscheinend, wow. Aber jetzt geht's los. So, das wär's. Wieso kommt die Medaille? Kommt jetzt etwas? Ich erinnere mich, glaube ich, gerade zu schlecht dafür. Na los, je schneller wir sind, umso schneller ist das hier vorbei. Jetzt kommt etwas, nämlich. Festhalten. Das ist eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Da habt ihr schon gesehen. Das sind nämlich irgendwie, ich glaube, E oder Geo. Ich habe Eoraptoren. Das habe ich nur mal gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wo man das erfahren hat. Oh Gott. Ich erinnere mich, das war nicht so einfach. Oh Gott, vor allem mit dem Knüppel jetzt irgendwie. Oh, zum Glück. Hä, war die Spur jetzt doch falsch? Ach so, weil die Viecher da jetzt sind.
sonst wären wir die richtige Spur gefahren, aber jetzt haben wir es manuell nochmal gewechselt. Oh Gott. Das war jetzt gerade nur Luck, dass ich die Kombination so schnell getippt habe. Ja, genau. Noch mehr. Und trifft sie. Jawohl. Ich Kopf so abgehackt oder was? Die Animationen sind mit Sicherheit interessant, glaube ich. Also, wer will, kann sich da ruhig mal ein Video von den Leuten angucken, die irgendwie ja alle Devs und das Parke Game. Aber was ist da jetzt los? Fahren wir da jetzt nicht irgendwie unten zum Ausgang? Oh, scheiße. Okay, mein Schatz, wir sind in Sicherheit. Raus, raus hier sofort! Oh, pff, ja, leckt mich ab. Ach, das ging nicht. Okay, es ging nicht. Wunder mich schon nämlich. Oh. Shit. Jess, nimm meine Hand! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, komm her! Hä? Wieso habe ich das jetzt verkackt? Ich habe das so schnell wie möglich gedrückt. Oh mein Gott, als ob. Ich hab schon gedacht, das hätte man wieder nicht geschafft. Ich benutze den Kran. Wir haben keine Zeit. Komm, komm, komm. Oh, Gottes Willen. Oh, geschafft. Leider nur Silber um 1. Ah, jetzt kommt er hier, der Billy. Sehr nett von ihm. Aber jetzt war alles umsonst, oder was? Die ganze Achterbahnfahrt. Jetzt sind wir jetzt wieder oben. Du! Du? Kennen die sich, oder was? Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurus? Ach, Carrerasaurus. Ach, Carrerasaurus. Nachdem wir sie gezüchtet haben, stimmt, konnten wir sie leichter als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Ach, als ob. Sag bloß, den hat es erwischt. Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nein, ich fand ihn voll nett. Nicht weggehen. Ja, genau, lass die da schön da hinten stehen, damit die Kreatur, die ihn geholt hat, sie auch noch holt im Endeffekt. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Was haben die für eine Verbindung miteinander? Ach, ein neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe! Die provoziert ihn natürlich jetzt schön. Denkt nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Oh, scheiße. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Die Kev wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Oh. Billy! Spürst du das? Wir haben die Bravo schon verloren und... Billy! Hey, wir hauen nicht ohne die Kev ab. Ich lasse nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Rein in den Heli, sofort! Oh Mann. Wir kommen, ich komm auf von. Wir sind jetzt so dunkel auf einmal gewesen. Egal. Oscar, ich hab keine.
kein Saft. Oh nein. Ja, jetzt müssen wir die richtige finden, oder was? Haben wir Glück? Bitte haben wir Glück. Bitte, bitte, bitte. Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht. Wir haben eine andere. Hast du das gesehen, Oskar? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach schneller! So, die linke ist es schon mal nicht. Wahrscheinlich ist es so programmiert, dass es eh die letzte ist. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die rechte. Mach doch schneller, Oskar. Oskar, mach schneller. Oh mein. Wir müssen hier weg! Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Ja, als ob, der ist ja schon ums Eck. Und haben wir Glück? Versuch's jetzt! Bitte. Wenn du eine zweite hast, versuch's mit der! Ach, als ob. Es ist ja sowieso die letzte, oder? Mach doch hinne. Ja. Schnell. Mach hinne. Versuch's jetzt. Komm. Ja, es geht. Wir haben Saft. Hier rein. Da ist er, unser lieber Rex. Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Alles klar, eiskalt. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine sind für Leute, die an gestorben sind. Die Sedden stehen für Leute, die seit Dingen gestorben sind. Wo willst du Decaf verbringen? Ist ja kaum noch Platz. Leise von Sag das nochmal! Hey, kommt schon! Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute! Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oskar... Ich habe schon gesehen, wie Oskar jemandem aus einem geringeren Grund die Zähne eingeschlagen hat. Und mit Zähne meine ich Gesicht. Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern! Yeah! Brauchst du noch mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen den Weg zu den... Hey, ich mache nie Witze über meinen Job. Außerdem ist Oskar... Mir ist ab und zu jetzt gerade zu leise. Ich glaube, das ist ein Bug vom Spiel. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu sauen. Falsch. Ich schaue mir gerne. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf dem Knöchel tätowieren. Die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch's doch! Mal sehen, hey! Sollst du dann noch auf zuhört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Triggered. Also Leute, ich würde sagen, in der nächsten
Folge geht es dann hier weiter bei Dr. Sorkin. Das ist anscheinend die Hackerin oder wie soll man sagen, die eine, die uns gerettet hat. Ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Okay. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Die sich gut um die Tiere anscheinend, über die Tiere auskennt. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Okay. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar Komplikationen. Wer sind Sie? Ich würde sagen, nächste Folge geht es dann weiter, Leute. Da werden wir dann hier dann antworten. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und was haltet ihr bisher von Episode 2? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn ihr unbedingt wieder Jurassic World sehen wollt, natürlich auch. Aber wie gesagt, da ist gerade nichts los. Wenn was wieder los sein sollte, kommt es auch sofort. Gerade ist halt Jurassic Park The Game einfach echt cool, glaube ich, so für nebenbei zum Aufnehmen. Und zum Anschauen hoffe ich natürlich auch. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. 3/4 Stunde haben wir jetzt schon. Ich hoffe, das reicht euch für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war ich, der Marcel. Ciao.